herzlich willkommen, liebe Heimkino-Fans. Hier die verspätete Nachlese von der IFA 2024 in Berlin. Wir haben hier gleich drei neue Projektoren von links nach rechts, den C2, den C2 Pro und den C2 Ultra von Hisense. Was ist denn hier der Unterschied? Also alle können zumindest von 65 Zoll bis 300 Zoll scharf gestellt werden. Alle drei sind 4K Triple Laser mit 110% PT2020. So, sie können alle Dolby Vision, sie haben JBL Soundsysteme und nun kommen wir jetzt zum Unterschied. Der C2 kann zum Beispiel 3D, der C2 Pro hat einen manuell optischen Zoom mit 2600 Ansilumen Helligkeit und unterstützt hier auch demnächst IMAX Enhanced. Und auch der C2 Ultra, das ist das Topmodell, der hat auch dann diesen manuell optischen Zoom. Und natürlich, wenn der dann am Anschlag ist, geht es dann mit digital weiter. Und der hat dann 3000 Ansilumen und auch IMAX Enhanced und ist zusätzlich Design for Xbox. Der C2 Ultra hat noch ein weiteres Feature, und zwar hat der im Standfuß einen Subwoofer integriert für einen satten Klang, für ein sattes Sounderlebnis. Und hier im Hintergrund in Aktion. My baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. The memory's over, over, over. Just tell me, mama, I'm trying to keep it in sober, sober, sober. Oh, simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one by one. I keep stepping off all times, I'm laughing over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself, thinking you're my lover. I've been way too long. Honestly, baby, I. Hier seht ihr nun die neue Hisense elektrische Floor-Up-Leinwand, die von unten nach oben ausfährt mit ihrem klaren Design. Absolut plan auf der Oberfläche für Laser-TVs geeignet. Und wenn sie nicht mehr benötigt wird, fährt sie einfach zurück in das Gehäuse und ist somit unsichtbar. Kommen wir jetzt zu den Hisense Micro LED TVs. Sie werden immer größer, immer heller, immer kontrastreicher, verbrauchen weniger Energie und das bei größeren Bilddiagonalen, das ist schon sehr beachtlich. Das ist schon sehr interessant, wie das möglich ist. Und ja, man kann sie eigentlich mit einem Laser-TV nicht vergleichen. Das ist jeweils eine eigene Technik. Und es gibt Liebhaber, die, sagen wir mal, auf Laser-TV schwören und die anderen eben auf den klassischen TV. Und ich will mich da auch nicht ausschließen. Natürlich, ohne einen TV zu Hause geht es einfach nicht. Aber wenn man das Besondere will, dann hat man eben einen Laser-TV. All I want is all of you, baby, baby. Nothing less than that will do, baby, baby. You take me high, higher, higher. You set my soul. Hier zeigt Hisense ein 110 Zoll 3D Display, das 3D kann ohne 3D Brille. Like no one before. Yeah.
Hier seht ihr nun die Hisense Galerie TVs mit den klassischen Bildern an der Wand, wenn sie ausgeschaltet sind. Ähnlich wie bei Samsung The Frame. Hier noch eine sehr interessante Soundbar von Schick. Die habe ich beim Vorbeigehen entdeckt. Sehr stylisch und flach. Gerade wenn man einen sehr flachen Fernseher hat und die üblichen Soundbars ja doch sehr bullig sind und groß, ist das vielleicht eine ganz gute Lösung. Allerdings kenne ich den Klang jetzt nicht, das Klangerlebnis sollte man dann vielleicht doch nochmal sich irgendwo anhören. Hier sind wir nun bei Avol Vision am Stand. Hier präsentiert Avol ihren Valerian Triple Laser mit Google TV und ja, mit einer besonderen KI, mit dem man kann jetzt mit dem Projektor im Prinzip sprechen, ihm Befehle erteilen, dass er zum Beispiel angeht, dass er ausgeht, dass er gewisse Dinge macht, und gleich werdet ihr das Kino sehen, wo so ein Valerian in Einsatz ist. Und hier der Standfuß, alles sehr wertig gemacht, und hier sind wir nun im Kino. Ihr seht also hier, was für eine Bildqualität, welche Farben, welche Schärfe, das ist alles möglich. Wir haben hier eine Projektion von mindestens mal 5 Metern in einem vollverdunkelten Kino. Kommen wir nun zu TCL. TCL ist ja in aller Munde. TCL baut TVs in sehr großen Abmessungen. Wir haben jetzt hier im Eingangsbereich haben wir 85 Zoll Bildschirme. Es gibt dann eine Reihe weiter 98 Zoll und dann gibt es noch die Top-Modelle, die noch größer sind, die zeige ich jetzt gleich. Und was haben die für eine Technik? Also da gibt es zum Teil OLED, es gibt MicroLED und ja, man muss natürlich sagen, was mir aufgefallen ist, die Oberfläche ist nicht gut entspiegelt, das heißt also, da hat man Reflexion, also wem es egal ist, dann gut, aber ja, also ich bin halt der Meinung, wenn man jetzt beispielsweise einen Samsung-Fernseher in der höheren Klasse kauft, dann sind die wenigstens entspiegelt und man hat nicht so viel Reflexion auf der Oberfläche. Ja, und hier haben wir jetzt auf der Rückseite, müsste jetzt gleich anschließend das größte Modell kommen. Ja, wir haben jetzt hier Mini-LED-TV, wahrscheinlich, ja, ich schwenke jetzt gleich runter. Und dann sieht man auch, wie groß das Ganze ist. 115 Zoll haben wir jetzt hier und der ist natürlich auch bezahlbar. Die Preise kenne ich jetzt leider nicht. Das muss man dann mal recherchieren im Internet. Auch Chimco überrascht mit mehreren Triple-Laser-Modellen und mit einem sehr schönen Design und guter Ausstattung und auch Lichtleistung. Ja, ich zeige jetzt gleich mal auf dem Stand, was die so können. Die kann man auch mit den Hisense, mit dem C2 beispielsweise vergleichen, und ja, gucken wir mal, was da rauskommt. We'll be right back.
I sure think you do. Where do you go when your glass ends up empty? Oh, I wanna know, won't you let me know? Where do you hide when you leave me wasted? Oh, I wanna know. We're only lovers when we count down. Tell me when to stop, tell me when to stop, babe. Just keep on dancing like we're not bound. Lovers on the clock, I'll be ready when we go down. Wer ein Hosentaschenkino sucht, der kann jetzt zuschlagen. Ja, man soll es nicht glauben, aber es gibt große Projektoren, kleine Projektoren, günstige Projektoren, schöne Projektoren und auch gestylte Projektoren. Und es gibt alles für jeden Zweck, für drinnen, für draußen, für Heimkino, für Präsentation, für alles. Wir haben alles hier gefunden auf der Messe und wir werden das natürlich auch jetzt gleich noch weiter zeigen. Und fragt uns einfach oder besucht unsere Webseite. Dort werden diese Produkte alle demnächst verfügbar sein und dann weiß man, was die alles so drauf haben, was die können. Meistens haben die eben alle Laser-TV, sie haben alle smarte Funktionen, sie haben Akkus, sie haben, man kann für jeden Zweck, man kann sie als Powerbank benutzen und für viele Dinge, die man so im täglichen Leben braucht. Kommen wir nun zu einer sehr innovativen Marke, X-Jimmy. Und hier seht ihr eine immersive Simulation mit mehreren Projektoren. Und gleich starten wir im Kino von X-Jimmy mit dem Horizon S Max, der jetzt hier an der Decke hängt und projiziert auf eine große Leinwand. Und es ist schon beachtlich, was da für Farben möglich sind. Und die Kontraste und Schärfe und wie flüssig das Bild ist, also komplett ruckelfrei. Es ist schon sehr beeindruckend, aber ihr seht jetzt einfach selbst. Hier ein Mini-Projektor in einem kleinen Kinderzimmer. Kommen wir nun zu meiner Meinung nach größten Innovation von X-Jimmy, den neuen Aura 2 mit 4K HDR Laser TV mit Google TV ausgestattet. Somit hat er alle smarten Funktionen, die man sich nur denken kann. Und ja, wenn ihr euch das Bild jetzt mal hier so ansieht, der ist natürlich hier vorne mit der Stofffront sehr wohnlich, sehr attraktiv und hat so einen gewissen Flair bzw. Lifestyle. Und wenn er jetzt nicht gebraucht wird und ausgeschaltet wird, dann fährt dieser Deckel, schließt sich dann im Prinzip automatisch und wird natürlich geöffnet in dem Moment, wo der Projektor gestartet wird. Ja, der Aura 2 arbeitet mit einer Dual-Light-Technologie, genau genommen die Dual-Light 2.0, das ist also Laser-LED-Hybrid. Kommt auf 2300 ISO-Lumen, schafft 99% DCI-P3 Farbraum und eine ganz besondere Eigenschaft von diesem Laser-TV ist der besonders kurze Abstand zur Projektionswand und trotzdem mit einer riesengroßen Bilddiagonale. Und zwar hat er ein Projektionsverhältnis von 0,177:1. Das bedeutet also, der Abstand beträgt jetzt hier knappe 18 cm und ich habe schon eine Bildbreite von 1 Meter und das Ganze könnte man jetzt ja dann multiplizieren. Gehen wir mal von 100 Zoll Bilddiagonale aus, das heißt, das wären dann 2,24 mal 0,18 und dann habt ihr schon den Abstand, den ihr benötigt, wenn ihr eine Leinwand nehmen wollt, die 100 Zoll Bilddiagonale hat. We'll be right back.
Hier seht ihr nochmal das gesamte Gerätekonzept nebeneinander mit dem Horizon S Max hier als erstes, mit dem Standfuß und den Horizon Ultra. Und daneben kommt jetzt gleich nochmal der Aura 2. Vorne immer die Stofffront, alle die gleiche Lifestyle-Farbe in so einem schönen Beige. Und auf der Wand sieht man jetzt auch die Kabel haben die gleiche Farbe, das Netzteil hat die gleiche Farbe und das ist alles, wie gesagt, aus einem Holz geschnitzt. Hier sind wir nun bei Anker Nebula. Und die Projektoren haben jeweils einen Akku integriert und sind auch für den Außenbereich geeignet. Hier haben wir ein kleines Gerätekonzept mit mehreren Halterungen, die man jetzt flexibel überall montieren kann und kann den Projektor dann einfach dort befestigen.